Wir haben jetzt kein Attribut ausgemacht, ne? Doch. Ach so, du hast danach gespeichert. Ja, wir haben eben danach gespeichert. Du bist super. Ich weiß, das höre ich öfter. Das glaube ich nicht. Ja, da seid ihr mal nicht zu sicher. So, wir fangen mit dem Üblichen an. So, ich muss auch sagen, ich bin auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen unkonzentriert irgendwie. Ja, das ist... Ja. Ah, ich weiß auch nicht wieso. Weil das so viel ist. Man merkt es vielleicht. Und wegen der Rückenschmerzen. So, die haben schon mal ganz gut ausgeteilt. Damit haben wir gleich schon die ersten 100 weg. Hätten wir vorhin am Ende so viel Schaden gemacht, dann hätten wir den Kampf gewonnen. Ja, das Problem ist, so läuft's meistens. Am Anfang ist man stärker als am Ende. Haben wir eigentlich irgendwas gegen Gift? Das wäre doch schon mal was. Das bis auf wir die Vorgramm verabreichen. Bis auf die Dinger, den Gulmontees nicht. Und ich glaube, der Vorgramm kann sich nicht selbst versorgen. Das hat der Nachteil in diesem Spezialisierungssystem. Heilsalbe und Brandsalbe. Ja. Du kannst es ja mit Brandsalbe versuchen. Das ist ja blöd. Ja? Natürlich gehöre ich blöd. Na? So, bei dir hat es die Ausdauer auch schon wieder erwischt. Sterbt. So, das Problem ist, dass Bernhard angegriffen wird übrigens. Das ist gerade so ein Problem. Solange die nicht trifft, ist alles cool, aber... Die wird treffen. Eines Tages. Eines Tages wird sie treffen. Hat sie offenbar auch schon mal. Ja. Es kämpfen noch alle konzentriert gegen die Ratte, ne? Ja, das ist gut. Darauf müssen wir immer schön achten. Du kannst ruhig nochmal so ein Einerreich, danach machst du einen Stich. Ja! Nee, danach. Ich arbeite nur mit Idioten zusammen. Komm schon! Was? So, du wartest, du kannst eigentlich jetzt schon mal die Pastillen nehmen. Fang doch jetzt schon mal damit an. Wir sind drei Kampfrunden fertig. So, hier kommen immer mehr Ratten. Das ist doch... Nein! Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Nicht die junge Riesenratte angreifen. Voll die Verschwendung. Den Wuchtschlag auf die blöde junge Riesenratte gemacht. Guck mal, wie die aussieht. Die springt immer so. Das ist auch ein schönes Bild hier. So, Bernhard ist gleich fort. Das heißt, du kannst schon mal anfangen, deine Astralenergie zu sparen. So, Vorgrimm. So, ihr greift noch gerade alle konzentriert an. Leib des Erzes reicht es nicht für. Wie viele junge Riesen, wie viele giftige Ratten haben wir schon hier? Riesenratte? Scheiße. Eine. Ja, diese. Eine. Die töten wir nicht. Eine ist besser als nachher hatten wir, glaube ich, vier. Richtig. Aha. So, du darfst aber... Nee, komm, das hat keinen Zweck. Du darfst eine Finte machen. Los! Ich war schon am Fingernägel kauen, so nervös bin ich. So, du hast gerade die Pastillen genommen. Bernhard hat's erwischt. Jawollos. So, ihr greift noch alle schön den Paparazzi an hier, ne? Das Gute ist, die Giftratte kommt, glaube ich, gar nicht. Doch, die hat Diakon erwischt. Scheiße. Diese Paparazzis werden auch immer aufdringlicher, ne? Mhm. Ist echt schlimm. Ja. So, hast du es bald mal mit dem... Nee. Och, komm, wie viel hast du? 11. Ich glaube, 12 ist das Mindeste, ne? Oh, ja. Nö. 15 für den Level 5er brauchen wir 17, dann kannst du auch warten. Für das Ergebnis. Ja gut, das darf doch nicht wahr sein. Das war jetzt wirklich schlimm. Haben wir leider nicht drauf geachtet. Ja. Du machst noch einen Stern und gezielte Stiche und so ein Scheiß. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Und da ist eine neue giftige Ratte aufgetaucht. Ja. Ach, guck mal, wen sie angreift. So was, sie vergiftet mal wieder den Vorgrimm. Toll. Mit Erfolg. Mit direktem Erfolg. Leichter Wundbrand, ja, da haben wir auch mal zwei Schaden, legendäre zwei Schaden mit einem Wuchtschlag gemacht. So, also von den Leben her sieht's gerade gut aus. Koan hat auch noch viel Ausdauer. Problematisch nur, dass wir bei dem nicht so viel damit anzufangen wissen. Ja, das Ding ist, wir können gerade eigentlich nichts anderes machen, als den Kampf laufen lassen. Ja. Wir können hier noch ein paar Donnerkeile machen. Du darfst Pastillen nehmen, jederzeit. Rauf auf eine Pille. Wieso kommen da eigentlich immer neue Ratten? Weiß ich nicht. Oh ja, toll.
Das kann man jetzt aber schnell. Wo ist denn der plötzlich tot? Nein, nicht die junge Riesenratte. Damit sind auch gerade übrigens unsere zwei Einmärnsäfte gestorben. Ja, ich glaube, oder? Auch das sieht nicht gut aus. Das sieht alles andere als gut aus. Ja, jetzt wird's schwer. Schwer bis unmöglich wird's jetzt. Ja, ich glaube, ich bleib bei unmöglich. Ja, komm. Nee, das wird nichts. Ach, ist das blöd. Das hat angefangen, als wir Jakon verloren haben, weil wir mal nicht drauf geachtet genau. haben. Da ist der Kampf gescheitert. Die absolute Schlüsselszene des Spiels. Als der Hund da. Ach Mann, das ja, tut aber auch weh. Tut mir leid, dass ihr jetzt ein paar Mal den gleichen Kampf mehrmals sehen müsst, aber naja. Immerhin sind wir wieder da. Ich meine, es läuft in was? Du sollst das dahin tun. Jetzt, sofort, da rein. Also, es läuft ja sonst immer in Drakensang ganz flüssig rund bei uns. Kann man ruhig so sagen. Also wir sterben jetzt nicht ganz so oft, würde ich behaupten. Ja, würde ich auch behaupten. Und du dürft auch nicht vergessen, von wir spielen hier auf schwer. Genau, wir spielen auf schwer und irgendwo muss das Spiel ja auch mal seinen Schwierigkeitsgrad haben. Wir könnten diese Ratte jetzt schon mal töten aus Frust. Könnten wir. So, probieren wir es doch einfach noch einmal. Stehen wir ja eigentlich in einer taktisch guten Position? Wo willst du dich denn sonst hinstellen? Könnten wir uns vielleicht noch ein Stück in die Richtung Tür zurückziehen? Vielleicht hilft uns das in irgendeiner Form. Warum? Da ist genau so ein Raum wie hier. Früher sagte man immer, bergab kämpfen ist leichter als bergauf kämpfen. Das Problem ist nur, dass ja, wir auch... Ja, aber die kommen da ja durch, also so ist es nicht. Ja, das ist natürlich wahr. Ich glaube nicht, dass es am Punkt scheitert, wo wir stehen. Wenn wir die natürlich im Gang halten könnten, hätten wir vielleicht einen kleinen Vorteil, auch wenn wir dann das Problem haben, dass wir nicht mit allen gleichzeitig angreifen können. Müssten wir quasi die drei Kämpfer nach vorne schicken und von hinten mit Zaubern bombardieren. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich meine, die Ratten kommen da durch, also... Ich meine nicht, dass es daran liegt, ich meine eher, dass es... hilfreich sein könnte. So, diesmal probieren wir es, indem wir einem Summus Schild anfangen. Oh ja. Wahnsinn. Wie viel hält der? Der hält 5 Sekunden lang. Eieieiei. Das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht sind es 2 Kampfrunden. Du hörst jetzt auf zu blinken. So, anschließend. Das sieht schon echt scheiße aus. Alle auf den Oberratterich. So, wer brennt da schon wieder? Die kleine Ratte. Ja, gut, die darf von mir aus brennen. Solange. Bernhard jetzt den Oberratterich angreift. So, du machst bitte ganz viele Donnerkeile. Bis zum Erbrechen, bis der Arzt kommt, du machst das Gleiche mit dem. Übliche. Du hast schon wieder eine Wunde. Ich. Angriff! Boah, ich sag gar nichts mehr. Du machst. Das ist aber nicht so eine gute Idee als Let's Player. Du machst wie immer Donnerkeile. Hier streichen. Nein, Bernhard. Nein, alles Bernhard. Klar. Oh. Jetzt ist bei Biakon natürlich alles weg. Aha. Donnerkeile. Wehe, du kommst nochmal auf die Idee, wen anders anzugreifen, Bernhard. Da bist du gefeuert. Aha, ist das lustig. Da hinten brennt schon wieder jemand. Ja, den hat Bernhard eben angegriffen. Das ist die Riesenart. Ja gut, ist klar. So, wie sieht das aus hier? Ja, du machst bis zum Erbrechen die Donnerkeile. Bernhard! Wie? Los! Boah, das war einfach laut. Angriff! Alter, nein, es ist frustrierend. Ihr brennt jetzt gleich zu Tode. Das ist schon mal hoffentlich. Ja, egal, eine Riesenratte ist okay. Wenn ich stirb. Das ist eine Junge, jetzt kommt eine neue Riesenratte. Das Problem, die Junge. Bernhard, du gehst mir so auf die. Hat der 4 oder eine Wunde? Der 4 Wunden. Alter! 5. Ja, das war's. Vorgrim ist an Wunden gestorben. Gut, dann kannst du dir das auch sparen. Ich hab noch einen ganz schlechten Witz. Das wundert mich aber. Ja, ich hab zum Bernhard auch eben gesagt, wenn du nochmal wen anders angreifst, dann bist du gefeuert. Ja, hab ich gehört. Ich hab auch ein bisschen gekichert. Guck mal, Kuano ist auch schon tot. Ja, dann würde ich sagen, laden wir nochmal neu. Ja, ich glaube, das wird so nix. Ja, willkommen bei Wir machen den gleichen Kampf 5-mal. Ja.
Wieso ist die Ladezeit für diesen Keller eigentlich so ewig lang? Ich weiß nicht, der lädt ganz nah noch dabei. Warum auch immer. Das tut mir weh. Meinst du, wir schaffen den Kampf in dieser Aufnahme noch? Ich meine, ja. Meinst du wirklich? Ja, irgendwann. Also man kann Pech haben, aber man kann nicht nur Pech haben. Wie wär's, wenn du nach dem Runterziehen des Defensivstils mal speicherst? Kann ich nicht auch immer machen. Ja. Das ist keine schlechte Idee. Komm! Was? Bei Angriff ja? Spart! Mach ich. Und Spayern. So. Haha. Machen wir das einmal. Und jetzt warten wir auch mal bitte die paar Sekunden ab. Genau. Das ist es mir dann nämlich wert. Lieber warte ich jetzt ein paar Sekunden, als dass ich jetzt hier 5 Stunden noch sitze und den gleichen Kampf mache. Wenn es jetzt natürlich klappt, wissen wir genau, woran es gelegen hat. Ja. Und dann haben wir euch auch wir eine wichtige... Wir könnten jetzt noch einen Armatrutz machen, aber der kostet wieder, ne? Nö, lass das mal. Und dann haben wir euch auch eine wichtige moralische Komponente vermittelt, und zwar, dass Geduld sich auszahlt. Ne? Ja, sicher. Ich dreh gleich durch. Ach so, warte. Können ja auch den... Na gut, jetzt können wir den Trick nicht mehr anwenden. Na gut, egal. Das ist übrigens Trick 16. Trick 16. Wir listen mal von 17 nach 1 auf. Der Trick 16 funktioniert übrigens gar nicht richtig, fällt mir gerade auf. Warum? Weil, als ich den eben runtergenommen habe. Warte, kann ich auch mal demonstrieren. Jetzt haben wir hier 60. Dann haben wir da auch 50. Der hat bestimmt früher irgendwann mal funktioniert. Na gut, so, wieso jetzt... Das funktioniert, das lädt doch dann schneller, oder nicht? Ja, nee. Nee, muss also, wenn es ganz leer ist, funktioniert's. Ja, ja. Wenn es komplett auf Null ist, dann funktioniert's. So, wie auch immer. Kämpf aus der Höhe, René. Nein, so, nicht die kleine Ratte. So, Attacke. Wir müssen bei den Wurzeln anfangen. So, und dann darfst du den... Nein. Ach, yeah. Pass mal auf. So schwer ist das Leben nicht. Nein. Ich dreh durch. Stern auf Oberratterich. Stich auf Oberratterich. Komm, komm. So. Ja. Fruchtschläge wie immer. Donnerkeile. Ja. Joost kämpft übrigens mit dem Kopf in die falsche... Jakon kämpft mit dem Kopf in die falsche Richtung. Jetzt hat er sich umgedreht. Oh, 22 Schaden. Das sieht doch schon besser aus. Da brennt schon wieder eine Ratte. Bernhard, ich werd wahnsinnig. Wo läuft die denn jetzt hin? Och nö. Ach doch, das muss doch nicht sein, dass du jetzt den... Was ist das? Ist da Bernhard? Das ist der sterbende Bernhard. Wunderschön. Das ist der sterbende Bernhard. Ich werd verrückt. Kannst du das noch abbrechen? Nee, kannst du nicht. Ich werd verrückt. Der Burner des Todes darf nicht wahr sein. Und der hat es noch nicht mal geschafft, diese Ratte zu töten dabei. Na? Du hast keine Ausdauer mehr. Du machst einen Stern. Du machst einen Stich. Zumindest haben wir noch keine giftige Ratte. Ja, du kannst von mir aus hier mal Leib des Erzes und hier die Donnerkeule machen. So, wie viel hast du hier? 14. Da kommt die erste Giftige. Ja. Ratten mal, auf wen sie geht. Vorgang will sich übrigens umdrehen und dieser giftigen Ratten. Nee, doch nicht. Nee, nee. Will er nicht. 17, wir haben 15. Die zwei können wir noch abwarten. Das geht. So, er ist vergiftet. Und trinkt jetzt nochmal Einwehrensaft. Ja. Den dürfen wir auch nicht verlieren. Eigentlich dürfen wir niemanden verlieren. Zwei hätten da 22 Schaden gemacht. Weiß ich nicht. Und wer greift hier die... Ich dreh durch. Ich dreh völlig am Rad, wenn die jetzt hier nochmal irgendwo wen anders angreifen. Attacke! Also, echt sauer. 17! Juhu! Eine Wunde bei ihm. Ja, der wird gegen die Ratte natürlich nicht ewig bestehen können. Ja, da ist noch Runde 2. Wollen wir mal schnell... Verband anlegen, meinst du? Nee, irgendwas tun auf jeden Fall. Wir können ihn auch wegschicken, wenn das hilft oder sonst was. Aber ja, ich glaube, dass die dann mitläuft, ne?
möglich wäre. Es kann auch. Siehst du? Man kann ja auch mal Glück haben. Jetzt greift sie den Geoden an. Toll. So, Bernhard, du greifst von Anfang an den Falschen an. Los! Mann, er ist kann. So, vergiftet eine Wunde und Leben auf Halbmast. Das ist natürlich nicht perfekt. Also Geode jetzt. Ja, ich verstehe schon. Sag mal, wirkt eigentlich Vorgrims Schild dem offensiven Kampfstil irgendwie entgegen? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Hey. Da hat's gerade eine Riesenratte erwischt. Sag mal, du willst mich verkohlen, oder? Ja, jetzt war das. Boah, jetzt stirbt die auch noch. Ja, super, Vorgrim. Nicht Vorgrim. Bernhard, jetzt habe ich auch noch den Falschen angeschissen. Och Mann, ey. Er macht genau damit weiter. Das ist ja wohl echt nicht wahr, oder? So, vielleicht schaffst du es noch. Wahrscheinlich eher nicht. Doch. Oh, Wahnsinn, ich werd verrückt. Oder noch volles Leben, der Bernhard. Scheiße. Oh, der Jakob muss ich mal heilen. Drei Wunden schon. Ja, was soll ich machen? Wie soll ich die Wunden denn wegkriegen? Mit dem Verband oder was? Hast du nicht Balsams aller Wunden auf der Stufe? Nee, Level 1. Und da hat er auch zu wenig Astralenergie für. Qualo läuft auch. Hier macht irgendwie jeder, was er will. Irgendwie ist hier. Ja. Der steht mitten in der Riesenratte drin, unser Geode. Der lässt es sich ja gut gehen. Boah, ich bin jetzt da echt sauer. So, greifen wir jetzt endlich mal alle den richtigen an. Der kann mal ein paar Wuchtschlägchen verteilen. Endlich. Und der Vorgrim kann das gleiche machen. Na? Angriff! Und der Qualo sowieso. Der ist ja noch voll gesund. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier irgendwer überhaupt macht.